So, wartet mal. Das Mikrofon noch herholen. So. Jetzt sollte es passen. Jetzt sollte es passen. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu diesem tollen Livestream hier in World Warfare and Economics. Ich hatte ja gestern bereits eine erste Folge hochgeladen, wo ich mal ein bisschen Spiel geguckt habe, aber blind. Und naja, wer das Video gesehen hat, es hat nicht so gut funktioniert. Ich war etwas verwirrt, würde ich sagen. Deswegen starten wir da rein und gucken uns das Tutorial an. Davor muss ich aber noch kurz ein Ladekabel holen. Warte kurz. So, ich bin zurück. Ja, wir legen auch gleich los. Wir sind ja hier schon 3 Minuten vor offiziellen Beginn. Aber das ist ja egal eigentlich. Wir starten trotzdem rein, würde ich sagen. Ja, was muss man wissen? Ja, es ist ja noch Early Access. Deswegen, mal gucken, was uns erwartet. Bis, ich glaube, Juni stand auf der Seite des Entwicklers, sollen Updates kommen. Also jeden Monat ungefähr ein Update. Mal gucken, wie sich das Spiel verbessert. Oder, ja, verbessert klingt so, als wäre es jetzt schlecht, aber schlecht ist es ja nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Welche, okay. So. Supidupi, wir legen gleich mal los. Ich denke mal, eine Stunde machen wir heute oder eine halbe Stunde. Mal gucken. Wir machen erstmal das Tutorial. Ja, Multiplayer geht noch nicht. Ich denke erst, wenn dann die Early Access fertig ist. Mit Tutorial, ohne Tutorial. Wo ist denn Tutorial? Achso, ja, und in die Ereignisse können wir auch mal reingucken. Wenigstens in eins würde ich gerne reingucken. Wir spielen mit, ich sag mal, mit einem einfachen Land. Nicht Saudi-Arabien. Das hat nämlich viel Öl. Viel Öl, das macht das Leben leicht. Ja, easy. Covid machen wir aus. Das haben wir uns auch noch gar nicht angeguckt. Iron Man Mode, unbegrenzte Ressourcen. Ja, fürs Gucken können wir das ja da mal anmachen. Makro oder Mikro? Stehe ich auch noch nicht ganz den Nach- oder Vorteil. Okay, wir können mit Covid ja mal spielen. Mal zu gucken, wie es aussieht. Ist ja vielleicht mal ganz interessant. Und danach gucken wir mal ein bisschen in die einzelnen Szenarien rein. Und dann ist das, denke ich, heute fertig. Ich wollte vielleicht morgen auch so einen kleinen Weihnachtsstream machen hier in World Warfare and Economics, dass wir vielleicht ein bisschen reinschauen. Möglicherweise das, was wir heute nicht schaffen. Uns angucken. Weiß nicht, ich hoffe auch, der Stream leckt heute nicht so doll. Weil es war etwas kalt und Starlink mag Kälte nicht so sehr und auch Regen an sich nicht. Aber naja, er hatte eine Heizung. Er müsste eigentlich genug haben. So. Wie lange dauert er denn hier noch? Aber hier oben steht ja auch Early Access. Und offline zudem noch. Ja. Also das Laden ist das Einzige, was mich ein bisschen nervt am Spiel auch bis jetzt. Und halt, dass nicht alles auf Deutsch ist. Und die Formatierung ist auch ein bisschen blöd. Ich muss auch sagen, ich finde es komisch, dass im deutschen Raum bis jetzt kaum bis gar keiner Spiel gespielt hat. Also ich habe mal nach Deutsch gesucht. Ich habe gar nichts gefunden. Außer halt meine Videos oder mein Video. Weiß nicht, vielleicht wurde es mir nicht angezeigt oder es haben wir nicht so viel gespielt. Grüße, Präsident. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Land leiten. Ja, bitte. Time and Movements. Bereich des Weltkriegs und der Ökonomie biegt sich nicht nur der Zeitfluss nach Ihrem Willen, sondern Sie können es auch zum Stillstand springen. Achso, okay.
Zeit in Pause, Zeit in nee, Zeitlupe, normaler Fluss, Doppelgeschwindigkeit, Dreifachgeschwindigkeit. Hypergeschwindigkeit. Okay. Ja, die Steuerung kennen wir ja schon. Home Information, das Budgetabschnitt. Achso, der Budgetabschnitt ist jetzt zentraler Hub für die Anzeige aller jährlichen Finanzpläne. Okay, aber ich kann irgendwie nicht ganz daraus ablesen, was das sein soll. Was ist denn Erlöse? Wie steht's ja hier? Wir können Sie beurteilen, wie Mittel in verschiedenen Sektoren Ihrer sind zugewiesen sind. Achten Sie besonders auf alle in Rot hervorgehobenen Budgets. Aber ich verstehe nicht ganz, warum. Also, da muss ich bei Power and Revolutions hervorheben. Ich finde es schöner, dass nicht alles vollgeklatscht ist, sondern das halt recht frei ist. Da ist halt unten die Leiste, mehr nicht. Hier finde ich, dass das ja halt ganz schön. Naja. Ich finde, dass das hier müsste nicht sein. Das hier ist okay, aber ich finde, das ist ganz schön viele Infos auf einmal. Es ist ganz schön überwältigend. Oder. Ja, dass man das wenigstens optional hat, dass man es vielleicht wegmachen kann. Das wäre vielleicht cooler. Spiegelt Ihr Kontostand die finanzielle Gesundheit Ihres Landes wider? Das ist das Gesamtkapital, das für alle Ihre nationalen Aktivitäten verfügbar ist. Von militärischen Bemühungen bis hin zur Entwicklung der Infrastruktur. Das effiziente Verwalten dieses Gleichgewichts ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Wirtschaft Ihres Landes und der Unterstützung seines Wachstums. Wohlstand führt zur Macht. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gleichgewicht immer positiv ist. Okay, also ist das sozusagen unser Haushalt. Wenn ich es verstehe, das ist der Haushalt. Einnahmen sind die finanzielle Lebensader Ihrer Nation, die durch Steuern und Handel und andere wirtschaftliche Aktivitäten erzielt werden. Sie sind. Okay, also das sind meine Einnahmen. Das ist der Haushalt. Okay, Bevölkerung ist einfach. Ja, Welteinfluss auch und Glück halt. Politischer Einfluss, was heißt das? Sie bestimmt ihre in der Regierung. Okay. Okay, Raketen. Oh. Sind Vernichtungswaffen. Das ist klar. Militärische Stärke, ja, auch klar. Aber Gesandte, das sind die Diplomaten. Forschungskraft. Kraft ausbauen. Bauen von Strom? Okay. Ihre verfügbaren Materialien. Ja, okay, wir haben jetzt unendlich. Klicken Sie auf eine beliebige Ressource. Okay. Ich finde halt, es sind sehr viele Infos in dem Spiel. Viele Infos sind immer schön, aber. Die sollten ja so ein bisschen optional sein. Okay, ja, das ist die Benachrichtigung. Upsi-dupsi. News-Ticker. Wird im Foto. Das ist eine schnelle Referenz für sofortige Ereignisse, die Änderungen und neue Entwicklungen widerspiegeln, sobald sie auftreten. Achso, ich muss draufklicken. Jetzt haben wir mal die Nachrichten. Okay, Interact with other countries. Ziehen Sie? Ja, okay, das kann ich halt machen. Achso, nee, hier, so. Zentrum jedem Land. Wie mache ich das? Was ist das für eine Taste? Was ist das für eine Tasse? Was soll das sein? Ich verstehe nicht, was das sein soll für eine Tasse. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Ist der denn geschossen?
Was soll denn das sein für eine Taste? Warum läuft eigentlich die ganze Zeit das, die Runde? Zentrum in jedem Land. Okay. Ja, ich drücke sie doch. Ja. Auch die, also alles ist irgendwie komisch in dem Spiel noch. Wir spielen 2020, aber die SPD ist halt an der Macht in Deutschland. Das hatte ich halt schon mal angesprochen in der Folge. Ich weiß nicht, was das sein soll für eine Taste. Guck mal auf dem Display, auf der Tastatur. Aber ich kann auch nicht fortfahren. Ach, jetzt geht's plötzlich. Weisen Sie anderen Nationen Diplomaten zu, um bessere Beziehungen zu fördern, Verträge auszuhandeln oder Konflikte zu lösen. Gesandte sind der Schlüssel zum Aufbau und der Aufrichtung diplomatischer Brücken. Achso, das ist jetzt hier. Ah, Finanzkredite an oder von anderen Ländern anbieten oder anfordern. Was? Finanzkredite an oder von anderen Ländern anbieten oder anfordern? An andere Länder anbieten? Okay. Kredite können strategische Instrumente für den wirtschaftlichen Einfluss sein und zum Aufbau von Vertrauen oder Abhängigkeiten schaffen. Bieten Sie anderen Nationen finanzielle Unterstützung, um ihre Wirtschaft oder Reaktion auf Krisen zu steigern. Dies kann die Beziehung verbessern. Okay. Einwandtourismus. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Okay, ist klar. Eine Beleidigung, aber ich glaube, Beleidigung ist damit eher weniger gemeint, oder? Wählen Sie ein Handelsembargo. Wählen Sie ein Handelsembargo zu beenden, wirtschaftliche Beziehungen wiederherzustellen und möglicherweise. ARM-Deal. Okay, jetzt einfach kaufen. Lizenzen, ja. Damit ist Intelligence gemeint, also Agenten. Ist auch falsche Übersetzung. Oder Krieg halt. Diplomatie. Hier ist auch falsch geschrieben. Ich glaube, ich werde mich mit dem Entwickler nochmal zusammensetzen, wenn die es nicht sogar schon gesehen haben. Weltinteraktion. Schön, dass auch hervorgehoben wird. Also, das muss ich wirklich hervorheben. Ja, okay, doppelt gepoppelt. Aber ich finde es schade, dass noch nicht alles auf Deutsch ist. Okay, was haben wir hier? Okay, waren wir noch gar nicht drin, ne? Reagieren auf globale Ereignisse. Auch ein bisschen noch Coding mit drin. Okay, Empörung. Ist das verurteilen oder supporten? Strategische Bedeutung. Das Reaktion, okay. Beziehung zu anderen Ländern zu gewinnen oder zu verlieren. Wählen Sie Ihre Reaktion mit Bedacht aus. Achso, okay, wir sollten nicht immer gleich reagieren. Wenn wir immer Support sagen, dann denken sich die anderen Staaten, ach, pff, ist ja eh nicht. Nichts mehr Besonderes. Pässe. Ja, das fand ich immer ganz cool mit den Pässen eigentlich. Weiß nicht, auch immer so eine ganz interessante Sache. Und ja, nicht alle. Erste Ansicht. Oben im Panel sehen Sie ein Feld, in dem Sie die grundlegende Passinformation des Landes angezeigt werden. Hier. Erweiterte für Details. Klicken Sie auf den Pfeil in der oberen rechten. Oh. Ah, das habe ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht.
Jetzt mal die Bevölkerung, globaler Rang, visumfrei, verboten, Visum erforderlich. Aber oh, der sieht jetzt auch irgendwie nicht so hübsch aus. Aber warum haben die unten immer diesen Stempel drauf? Also dieses Ding, also die Meister haben das. Wofür steht denn das? Ist das irgendjemand? Weiß das irgendjemand oder weiß es keiner? Länderauswahl. Prüfen und anpassen. Sieht die aktive, ja, wenn ich zum Beispiel Afghanistan gehe. Dafür kriegen sie das. Boah. Das war's mit dem Tutorial. Ich glaube, online stand es, da kommen noch Sachen dazu. Okay, die wollen es das kaufen, will ich aber nicht. Was steht denn da? Intern unterstützend Unload. Was ist denn das? Was ist das? Ach, Covid. Stimmt, wir haben ja Corona. Und wie machen wir Corona jetzt hier? Wie kommen denn wir dann nochmal in diese ganzen Bereiche? Ach, hier wählen sie einen Minister. Ich habe nicht eher Ministerium gemeint. Housing, Energy, Entertainment. Ja, ist ja leider nur. Und hier auch Schreibfehler. Environment heißt nicht Environment. Haben wir denn die Gesundheit? Bin ich blind? Ach da. Ja, bin ich blind. Nee, ich würde gerne in die Ministerien gucken. Ist das hier? Also mit dem ganzen Budgetzuteilung finde ich ein bisschen blöd, dass man das alles immer zuteilen muss. In Power and Revolution finde ich das ein bisschen besser, dass man das gleich sozusagen im Ministerium machen muss. Oder kann. Dadurch wächst die Wirtschaft durch Demokratie? Glaube ja nicht, oder? Okay, es sind auch Hetze. Stornieren, okay. Voting System. Wer ist denn der eine? Wahlgeschichte. Es gibt nur einen Sitz im Parlament. Ja, klein. Eine Partei und die hat nur einen Sitz. Ist ein bisschen schwach. Ah, jetzt sieht man auch die ganzen Sachen noch. Hier mit dem Emergency State. Ja, ein paar Übersetzungsfehler sind halt noch mit drin. Ist halt ein bisschen schade. Gut, was ist jetzt los? Proteste. Militär. Ich lass mich hier nicht. Oh, die Palästinenser sollen sich mal lieber um sich kümmern. Oh, das erste Gesetz wurde verabschiedet. Wo waren das jetzt? Tracker. Sind sie durchgekommen? Okay. In der Diktatur, das ist ja egal, oder? Completed empty for tested. Über Corona merke ich jetzt auch noch nicht so viel. Also ich denke, wenn wir in einem Jahr hier hingucken, hoffe ich zumindest, dass es deutlich besser sein wird. Mineralwasser, ja, ich möchte ein bisschen mehr. Ach, immer mit dem Kackbudget. Immer dieses dumme Budget.
Naja, ich würde sagen, wir gucken uns mal noch die Szenarien an. So, da muss ich hin. So, bis wir noch gucken können. Ich würde auch im Laufe des Jahres oder vielleicht nächstes Jahr, wenn die Early Access vorbei ist, und ich sage, okay, das Spiel ist so gut, würde ich sagen. Dann würde ich es auch gerne mal verlosen. Also entweder dann halt selbst bezahlt oder von mir aus auch gesponsert. Aber ich denke, es wird eher selbst bezahlt sein. So. Israel, Iran, USA. Israel-Iran-Krieg. Okay, hier hat man die Bedingungen. Israel became ally with Iran. Israel conquer Iran. Israel puppet Iran. Iran becomes democracy. Und hier. Okay. Okay. Dürfen nicht stärker sein als wir. Oh. Okay. Ich glaube, jetzt USA ist am schwersten, oder nicht? Weil wir sind auf der Seite der Israelis, aber ich glaube, wir spielen Iran, oder? Bin mir nicht sicher. Ich gehe mal auf Mikro. Vielleicht ist das ja viel besser. Tutorial ist ja noch nicht fertig, können wir also auch ausmachen. So. Ja, aber ich muss sagen, ich spiele es bis jetzt noch nicht so gut. Es war Early Access, aber trotzdem Open Early Access. Aber ich denke, es hat noch Potenzial, das Spiel. Ich denke aber, das richtige Potenzial wird erst in 2, 3 Jahren entfalten. Weil es wird noch lange Zeit bestimmt brauchen, bis das Spiel fertig ist. Hat aber halt den Vorteil, dass Bugfixing direkt betrieben werden kann. Weil halt nicht jedes Jahr ein neues Spiel rauskommt, sondern es bleibt ja bei einem Hauptspiel dann. Das Tolle ist, ich habe mir das Spiel jetzt ja für 25 € gekauft und behalte es dann halt für immer. Finde ich jetzt eigentlich nicht so schlimm. Was auch hier die Kraft ausbauen heißt, weiß ich auch noch nicht. Wir sind der Iran. Ist das mal unser Budget? Oder kann man Atombombe erforschen oder so? Hier Militär-Atombombe. Hier muss man das machen. Wir gucken einmal bei alle. 1945 müsste es ja sein. Hier, nukleare Energie haben wir schon mal. Das haben wir schon mal. Auch Militär werden wir uns dann mal irgendwann angucken. Aber ich weiß noch nicht, ob jetzt oder erst später, wenn alles geupdatet wurde. Suchen kann man hier nicht, oder? Oder muss ich sie gar nicht mehr erforschen, die Atombombe theoretisch? Bahnlinie muss man erforschen. Na hier, nukleare Energie 1.
Okay, das ist nur für Strom. Das ist etwas komisch. Fossile Energie. Kann man das jetzt dann erforschen? Was forscht man denn da noch? Wahrscheinlich effizienter war. Okay. Ist das vielleicht beim Militär? Ist denn der Unit Designer? Oh Gott. Was heißt denn das? Ach so, ich kann die einzeln anpassen. Hier, Manufacturing. Nuklearprogramm, genau, das ist das. Das ist ja bestimmt arschteuer. Marketplace, Personal Wars. Verteidigungssysteme. Ach so, hier. Okay. Auch nicht schlecht. Wir werden mal ein Budget setzen, glaube ich. Was Budget setzen nochmal? Ich habe es vergessen, leider. Budget. Budget. Wirtschaft war es, oder? Budget. Ja, machen wir Auto setzen, glaube ich. Außer es fehlt dann Geld fürs Militär da nicht. Unterhaltung kürzen wir ein paar Mittel. Im Iran gibt es keine Unterhaltung. Umwelt, das kann uns doch wurscht sein. Da sind bestimmt Häuser mit gemeint und nicht Gehäuse. Habe ich auch schon erwähnt. Energie. Forschung. Ich glaube, Forschung brauchen wir gar nichts. Ah, steht ja laufende Ausgaben 2 mehr an. Ja, dann geben wir denen die 2 mehr an. Weil hier Sicherheit ist das. Ach, hier Militär und so hat nochmal extra. Stimmt. Ja, die kriegen voll. Das sind einer der größten Sektoren. Ressourcen 211 ist gefordert. Dann gebe ich den 240 Raumfahrt. Dann gehen wir auf niedrigste. Schulden. Ja, da können wir ein bisschen mehr ausgeben für. Und andere Ausgaben. Können wir ein bisschen kürzen. Meiste Geld für Ressourcen drauf. Wahrscheinlich auch der einzige Wirtschaftszweig, den wir besitzen. Was für Militär war es? Manufacturing. G heißt nur Z. Das stimmt doch gar nicht. Muss ich das machen? Ich verstehe es nicht so ganz. Ist nicht operativ. Muss ich vielleicht erstmal Sachen bauen? Oh, so viel gerade. Ja, hier Einrichtungen. Raketen. Bauen wir mal eine. Joa. Budget ist nicht mit Set, ja, aber wie mache ich das denn? Marine haben wir gar nichts. Ist nicht operativ, ja, warum macht er denn nichts? A oder H-Bomben? Ja, irgendwelche Bomben erstmal. Ist mir egal. Wie macht man denn Atombomben?
Zu lang will ich jetzt auch nicht reingucken. Also in dem Modus. Ich finde ihn schon interessant. Wenn ich keine Atombomben bauen kann, ist halt blöd. Soldaten führen, was heißt denn das? Militär, Personal obligatorisch, Militärdisziplin, Frauen in der Armee. Was kann ich neu einführen? Steuererleichterung für Veteranen, humanitäre Armee oder kostenloses Essen für Soldaten? Ja, machen wir doch mal. Ist eine humanitäre Armee? Das verstehe ich nicht ganz. Budget, die Einrichtungen. Kosten, boah, ist schon teuer. Kriege, was steht da? Okay, da sind ja keine. Deploy. Okay, jetzt könnten wir da welche aussetzen, so sage ich jetzt mal. Bauen. Unabhängigkeit kann man auch noch nicht machen. Kein Kurdistan Let's Play. ja, kann man Atombomben kaufen? Langstreckenraketen wahrscheinlich hier. Von selbst halt. Manufacturing. Warum macht er denn hier nichts? J has not, not been set. Ja, der macht doch. Okay. Natürlich wurden die alle zugewiesen, ey. Da wurden die abgelehnt. Nee, Wirtschaft was? Wirtschaft. Oh, ist auch mal ganz interessant hier zu erfahren. Nicht ganz das Gewollte, aber trotzdem. Geld drucken. Kreditbeurteilung, Schulden. Ich würde sagen, geht, aber es ist ganz schön teuer, oder nicht? Energietax. Okay. Ganz viele Steuern. Sportsteuer. Textil, Brotsteuer. Doch für jeden Scheiß ist Steuer, oder? So, ist doch alles approved, oder nicht? Ja. Wie macht das nicht? Welche Genatombomben man noch gar nicht. Also gewinne ich das Event, dachte ich. Ach, ich weiß, was die Farben jetzt heißen. Die das sind die neutralen Länder. Das sind die die einen hassen. Dann gibt es bestimmt Grüne oder so. Das sind die einen mögen. Oder das sind die einen mögen. Sind die einen hassen und vielleicht ist das ein bisschen helleres Rot? Ich kann es nicht so ganz erkennen. Ich weiß es nicht ganz. Weil hier steht ja, Israel ist rot. Hier das ist neutral vielleicht. Weiß es tatsächlich nicht. Ja, sind wir da schon oder nicht? So, oh, Gaza ist hier. Hamas. Der Gazastreifen. Ja, Claim drauf. Können Sie ja mit den Verbünden. Ja, okay. Dann machen wir erstmal eine Botschaft. Vereinbarung war das ja, oder? Wir haben nicht gute Beziehungen.
Dann gebe ich dir ein bisschen Wirtschaftshilfe. Was halt. Oh, nee, ist viel zu teuer. Was mache ich denn da? Ein Land, die Angebot sinkt ihre monatliche Beziehungsrate. Okay, dann will ich weniger haben. Halten Sie denn davon? Oh, ich weiß nicht ganz, wie das ja das so heißt. Ich nicht. So vielleicht. Check's irgendwie nicht so ganz. Können ja den Krieg erklären. Puppet. Der gemacht? Okay, wir sind jetzt mit in dem Krieg. Bis jetzt ist noch nicht so viel passiert, habe ich das Gefühl. Ach, wir haben es gebaut. Nee, bauen würde ich nicht. Hier können wir entschießen, oder? Ich komme da halt nicht hin, okay. Ich glaube, das gucken wir uns später nochmal an, wenn es genauer draußen ist. Wie gesagt, heute gucken wir mal ein bisschen nur rein. Ein bisschen rein im Spiel. Wer ist eigentlich er? Herr General. Ist das ein echter Mensch? China-USA-Konflikt? Spiel mal China. Und wenn wir uns mit dir verbünden, erobern und eine Marionette. Was? USA hat mehr Nuklearraketen als China. Das ist ja nicht schwer, die haben das sowieso mehr, oder nicht? Ist ja voll dumm. Ist jetzt einfach nur, dass man es schafft, oder? Wir müssen ja da gar nicht reingucken, glaube ich. Ich würde aber gerne mal noch gucken, wenn ich jetzt 2001 spiele, zum Beispiel. Oder 2000. Oder 2000. Spiele Deutschland, ob dann die Länder auch irgendwie anders sind? Okay, sie haben schon mal eine kleinere Bevölkerung, glaube ich. Ja, Corona kann gar nicht sein. Ach so, ja, und das habe ich gar nicht geguckt, was jetzt anders war. Das habe ich gar nicht geschaut. Der Stream. Ja, ich denke, so 10, 15 Minuten machen wir noch. Ich weiß, ist ein bisschen kürzer heute. Aber es ist ein bisschen später. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man hier halt auf die Schnelle machen soll. Wenn ich jetzt hier noch 3-4 Stunden streamen würde, okay, aber. Ich muss sagen, ich bin heute tatsächlich recht müde und dann ein Strategiespiel spielen. Ich weiß nicht, aber übrigens ein Spiel, das ich vielleicht mal spielen wollte, weil ich ein paar Euro bei Steam gekriegt habe. The Hunt. The Hunter? The Hunt? Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Das ist ein, ja, so ein Jagdspiel. Wäre vielleicht auch ganz interessant mal. Ich weiß nicht, ob es eine Story hat oder ob es frei ist. Aber man kann ja trotzdem reingucken.
Finde ich zumindest. Nur mal so ganz kurz. Als man vielleicht, weiß nicht, einen Monat lang oder eine halbe Monat lang mal spielt. Oder vielleicht immer an den Wochenenden. Ich bin jetzt Germany. Da würde ich mal gern. Ne, erst. Was ist das hier? Schwader. Gucken auf die Landkarte. Südsudan existiert, obwohl es zu dem Zeitpunkt noch nicht existiert hat. Kosovo genauso wenig. Gibt es Kosovo hier eigentlich? Das heißt, ein eigenes Land. Gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Warum kann ich denn mit den Ländern eigentlich nicht interagieren? Kann ich nur mit den Ländern interagieren? Zum Beispiel die, die halt schon fertig sind. Aber Politik wollte ich gucken. Wo ist es denn? Hier. Ist trotzdem die SPD an der Macht. Nee, hier ist die CDU oder nicht? Nee, die SPD und auch mit immer noch falschen Prozentzahlen. Merkwürdig, merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. Ich will gerne eine Partei verbieten. Sag ich, verbiete die. Fangen sie das mal an zu demonstrieren wahrscheinlich. Es kommt übrigens auch bald ein Deutschlandprojekt in Power and Revolution, habe ich mich für entschieden. Ich dachte mir, warum nicht? Warum denn auch nicht? Hier mit dem Spiel warte ich lieber noch ein bisschen. Bis die Early Access ein bisschen weiter fortgeschritten ist, sonst macht es ja keinen Sinn. So, ich habe die Partei verboten. Kann ich einfach so machen? Stimmt, man hat gar keine Beliebtheit, oder so als Anführer. Also irgendwie generell der Anführer spielt gar keine Rolle. Das finde ich in Power Revolution jetzt mal cool. Und wir das auch alle in der Koalition mitsitzen, ist auch irgendwie ganz komisch. Verbieten jetzt aber mal jeden. So. Ich habe jetzt 100% der Sitze. Es passiert nichts, weil wir haben irgendwie gar keinen Stabilitätsindex oder irgendwie Beliebtheitsindex. Ich finde, das hat irgendwie so, ja, keine Auswirkungen, was ich hier tue. Wir haben jetzt 100% der Sitze. Aber wen juckt's? Ja, ein Parteienstaat kann ich jetzt einführen. Machen wir jetzt zum ewigen Herrscher. Und ja, die kann ich auch gar nicht nachgucken. Expected Dingsbums da. So. Ja, ist halt so. Was hat das hier irgendwie null Auswirkungen, oder? Was ist denn jetzt hier mit den Gesetzen? Sind die einfach durch? Ich kann es einfach so beschließen oder was? Ah ne, wir haben ja hier den Emergency State. Ich will den da ausmachen. Aber wir sind jetzt immer hier gefangen. Ich könnte jetzt hier schwer erlauben. Dann wären die drin oder was? Kaffeeklatsch, oh Gott. Aber auch irgendwie kein Gespräch. Ist jetzt schade. Ist halt ein bisschen schade. Ihr könnt Parlament auflösen. Sind jetzt in Wahlen, aber irgendwie.
Wen juckt's? Oder hier Lohn ändern, Recht ändern, Richtungen anpassen. Über Cannabis. Nicht. Ich will mal gucken, was passiert, wenn wir die Wahl sozusagen gewinnen. 60 Tage. Dann lassen wir es mal kurz durchlaufen. Ich würde auch mal hier gerne gucken, Sektor. Okay, sind die ganzen einzelnen. Ah, hier sind die Sektoren. Die Ministerien. Warum ist das unter Wirtschaft? Ist irgendwie komisch. Wirtschaft das zu packen. Okay. Okay, Narkose. Na stimmt, wir haben ja kein Budget zugewiesen bis jetzt. Junkfood, Unterhaltung. Jetzt finde ich ein bisschen unnötig, Nachtclubs und so bauen. Das ist da eigentlich freier Markt. Verbieten wir, oder? Okay. Ja, stimmt, sind die Wahlen jetzt durch? Ja. Aber die anderen Parteien sind wieder mit drin, obwohl sie eigentlich verboten sind. Ist auch ganz komisch irgendwie. So eine Art Parteiverbot, das kenne ich gar nicht. Dass die Sachen dann einfach, ja, Verbot und Parteien wieder drin sitzen. Trotzdem gehört mir ein Großteil der Menschen noch. Oder hier Präsident, mit dem kann ich gar nicht reden. Das meiste geht noch nicht so ganz, finde ich. Finanzen. Ja, Wirtschaft hätte ich es nicht genannt, irgendwie. Diplomatie. Demografie. Demografie, was gibt es denn alles so? Judentum ändern? Was ändern? Funktionieren. Ich kann einfach alles verbieten. Atheismus, ja, man verbietet einfach, dass die Leute nicht religiös sind. So. Alle sind verboten. Aber wenn man keine Religion haben darf und man darf. Man darf, hier. Darf nicht atheistisch sein. Was isst man denn dann? Okay, dann erlauben wir wieder alles. Nur Buddhismus. Gibt's dann nur Buddhisten? Weil es ja nur das erlaubt. Nö. Aber damit, obwohl, wie will man Religion auch großartig verbieten? Arbeiter mit niedriger Ebene, Mittellevel Arbeiter, Arbeiter mit niedriger Ebene. Was? Das sind gar nicht 51, 51, 51. Das verstehe ich nicht so ganz. Treaties. Okay. Word Actions. So, hier sagen wir zum Beispiel alle toll. Ich auch mich kritisieren dafür, dass ich das toll finde? Oder eher nicht? Weiß ja nicht. Wie viele Benachrichtigungen habe ich jetzt? 180 schon? Jahresbericht. Achso, die antworten mir auch alle, oder was? Ja, tatsächlich. Interessant, interessant. Ja. Eigentlich sind wir schon im Stream, 15 Minuten. Ich würde sagen, das reicht tatsächlich für heute schon. Gucken wir uns das Spiel, denke ich, die Tage nochmal später an. Obwohl ich tatsächlich weniger spielen möchte. Ich muss sagen, es ist halt nicht schlecht, aber irgendwie. Es ist halt noch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Ich dachte, das Spiel ist tatsächlich schon etwas weiter. Das liegt vielleicht auch mal an meiner Erwartung.
An sich ist es ja nicht schlecht, so sehr nicht, du kannst ja spielen. Ich finde aber, es ist halt noch nicht Let's Play oder Stream geeignet. Es reicht, weil noch nicht alles auf Deutsch ist und. Aber ich fand es auch ein bisschen zum Reingucken, ist gar nicht schlecht. Wir spielen es, werden es sicherlich mal zwischendurch so ein bisschen spielen. Ich werde bestimmt auch mal zwischendurch Folgen hochladen. Ich mir was Bestimmtes angucke. Oder wo wir ein bisschen spielen, wo vielleicht nach Update was Neues ist oder so. Dass wir uns die Updates sind, vielleicht ein bisschen angucken. Ja. Also ja, ich würde sagen, das war's für den heutigen Stream tatsächlich schon. Das ist ja schon ein bisschen spät. Also so spät noch nicht, aber für mich so ein bisschen spät. Ich wollte eigentlich am Mittag streamen, aber das ging leider nicht. Ja. Dann denke ich, habe ich genug gequatscht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.